Achtung, hier kommt ein Karton. Herzlich willkommen zum PowerBot VR 7000 Alltagstest. Alltag, haben wir sowas? Dann will ich keinen Alltag. Egal, wir testen trotzdem. Hier steht, in den kommenden 2 Wochen dürfen Sie ganz exklusiv das Saugwunder von Samsung mit allen Funktionen ausprobieren. Hier ist er drin. So sieht er aus. Der PowerBot VR 7000. Schick ist er ja. Coole Sache. Ich werde mir jetzt erstmal ein bisschen was durchlesen, was er alles können soll. Und dann ausprobieren, ob er das kann, was er soll. Okay, wir können halt noch nicht anfangen. Wir müssen erstmal vollständig laden. Okay, wird jetzt erstmal gemacht. Ich habe gerade gelesen, wir müssen jetzt ungefähr 4 Stunden warten, bis der geladen ist und in Betrieb genommen werden kann. Ist ja in Ordnung. Es war schade, ich würde so gleich sehen wollen, wie der losrennt, aber Geduld. Guten Morgen! Auf dem Staubsauger steht jetzt Full, das heißt, er hat über Nacht geladen. Der saugt jetzt systematisch, ne? Er hat seine Bahnen und dann nochmal so. Es gibt verschiedene Modi. Man kann es einstellen, dass es dann das nochmal macht. Und naja, das der Geräuschpegel ist schon den Staubsauger halt, ne? Ist der schlimm? Ist der zu laut? Schlaf gut. Achtung! Jetzt kommt eine Schwierigkeit. Die Frage am Anfang war ja, braucht man einen Saugroboter? Aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Für uns würde es wirklich Sinn machen. Und wenn ich jetzt mal ein Fazit ziehen soll, braucht man ein tolles Design? Braucht man nicht, ist aber schön. Und der hat ein tolles Design. Er fügt sich bei uns prima ein, er passt super. Er hat eine tolle Saugkraft. Verhältnis, Ladezeit, Saugzeit. Aber er saugt, wenn ich nicht da bin. Das war ein Kriterium. Das heißt, er macht die Arbeit, wenn ich gerade beschäftigt bin. Und er sollte nicht stören. Da muss man auch sagen, natürlich geht es nicht ohne Geräusche. Es gibt auch einen Flüstermodus, der ist jetzt auch nicht so leise. Aber im Ganzen, ich würde nehmen, ich würde kaufen. Und Preis-Leistungs-Verhältnis, gut, muss auch jeder für sich entscheiden. Bei Amazon gibt es den derzeit für 599, wie der jetzt bei Samsung gewertet wird, weiß ich nicht. Aber mir wäre es das wert, wenn ich einfach nach Hause komme, ich weiß, ich bekomme demnächst Kunden, ich muss nicht den Staubsauger rausholen, sondern ich schicke den kleinen Kerl, den, wie heißt er, PowerBot, hier in die Runde und der macht alles schön sauber und ich komme nach Hause und muss nichts mehr tun.
Für mich ist es wertvoll, ich würde ihn kaufen. Thank you.